Sehr unheimlich, das Ganze. Hier unten ist das Wasser so her. Man muss immer ein bisschen so schauen. Hier hinten noch ein bisschen aufpassen. Ja. Kings Werkzeug. Wow, das hat wehgetan. Wo ist jetzt Tilly? Ah, da hinten kommt sie. Wir schauen nochmal kurz, solange wir können, hier natürlich auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Müssen schauen, dass wir jetzt hier. Wenn wir jetzt hier irgendwie den Bach runter, jetzt dann hier geradeaus rüber so kommen. So. Ah ja, hier ist, das ist der Hügel da, wo ich davor gesagt habe, der ist sehr gefährlich. Also ein bisschen komisches Wetter heute hier. Da oben steht irgendwas. Hier oben haben wir einen Wolf. Ich sage mal so, Vorsicht ist dem Name der Mutter der Porzellankiste. So ist ungefähr in dem Gebiet her, muss man immer schauen, ob man da Sternmetall findet. Nicht getroffen. Schade. Müssen wir aufpassen, hier haben wir Bären. Und hier vorne sind Junge, wie wir hier sehen. Also wir könnten uns hier dann auch ein Junge schnappen. Steinbock haben wir auch da. Ich glaube, ich bin jetzt hier am Punkt angekommen, wo es, glaube ich, nicht nachher weitergeht. Schauen wir mal. Nein, die kommen nicht zu uns, Gott sei Dank. Wir laufen jetzt einfach mal so entlang. Das Blöde ist, ich habe hier überhaupt keine Matratze gelegt. Das ist wirklich das Blöde. Falls ich jetzt hier abstürze und tot bin, habe ich wirklich großes, großes Pech. Da haben wir ein bisschen Kohle liegen. Ja. Ja, Bergziege. Genommen. Die Ernte ist natürlich. Ja, was macht man natürlich damit? Wir hauen das natürlich gern von uns. Ich wollte gar nicht einsteigen. Ist das wirklich so deppert gemacht? Ah, das vielleicht liegt es auch daran, ich habe zu kurz angetippt. Tja. Ah ja, wir haben hier. Wolfsfell und Tierhaut. Nutzen wir natürlich das Fleisch. Ein bisschen Eiweiß, immer gut. Da, wo man meint, vielleicht mit dem Reiten man nicht weiterkommt, soll man doch lieber zu Fuß gehen. Hier haben wir jetzt dann nochmal was entdeckt, vielleicht. Müssen wir mal schauen. Nein,
Schade. Aber eine coole Höhle natürlich. Ja, wir können es probieren. Ups. Blöde. Keine Chance. Also, wir gehen nach unten. Ich denke mal, wir sollten mal ein bisschen was trinken, bevor wir hier am Absterbseln. Und er sagt, ja, hier findet man auch viel. Ja, da sollte man auch noch mal schauen, dass man hier einen Bogen davon hat. Hier stirbt man auch schnell. Hier irgendwo. Hier habe ich jetzt was. Ah ja, hier ist mit dem Sklaven, oder? Ah, der Katapult ist hier. Hier müssen wir aufpassen. Den Katapult habe ich auch noch nie gebaut. Also das wird jetzt auch so eine Errungenschaft. Das ist hier von dem Spiel. Aber hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Bin ich letztes Mal hier ein paar Mal gestorben. So. Ja, wir sind Richtung Vulkan schon am Weg. Ja, da muss ich auch noch hin, aber ich muss mir erst noch eine Rüstung für die Hitze hier. Aber hier hinten, das ist ja gutes Gelände für Sternmetall zu finden. Kann man hier mal, ob wir hier raufreiten können. Also kommt man mit dem Pferd weiter als wie zu Fuß. Nein, kommt man nicht weiter. Blöde. So. Schauen wir mal, ob wir hier raufklettern können. Schauen wir mal, was hier ist. Nein, hier ist nichts. Aber wie man ja sieht, hier alle Freunde kommen hier nach. Also man ist hier nie allein. Ja, das ist so eine Sache hier mit der Grafik. Wenn man ab und zu mal hier unter die Karte schaut, wie man hier sieht. So, steigen wir natürlich wieder auf und warum zu Fuß gehen. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier hinten gibt es Säbelzahntiger. Wir schauen nochmal hier auf die Karte. Ah, wir sind jetzt hier. Sind wir. Schauen wir mal, was wir hier eigentlich so finden. Also hier ist der Riss. Es gibt hier noch mehr Risse. Es gibt dann auch noch irgendwo so Wege. Da kommst du dann in den Vulkan. Das wäre schon mal ganz cool. Habe ich aber vergessen, wo die ganzen Wege sind.
Ja, hier haben wir ja eh einen guten Punkt. Vielleicht. Nein. Hier. Falsch gedacht. Ich habe gedacht, man kann hier drüber schauen. Aber leider ist es nicht so. Da ist die Brücke. Okay, jetzt sind wir da im Kreis. Aber macht nichts. Wir haben einiges schon mal gesehen wieder. Das ist doch schon mal einiges wert. Vorne ist irgendwas. Da werden wir jetzt ein bisschen uns langsam nähern. Nochmal warten. Und dann durchstarten. Ah! Okay, hier sind die Riesen. Bis jetzt tun sie nur nichts. Geht ja mal einen Tempel. Gut. Schauen wir mal, ob man da vorbeikommt, ohne dass wir was machen. Ich habe keinen Bock auf die Riesen. Ja, also wir haben es geschafft, ohne. Ach, da hat einer ein Zuhause oder was? Ah, ich wollte schon sagen, der hat Ventilatoren. Ah, das kann auch sein, dass das hier ja zum Tribunal gehört vielleicht. Ja, das gehört zum Tribunal. Was hat denn der denn hier? Diener von. Ah, das ist ein Diener. Also, das ist. Ah, das ist gehört zu einer Quest. Ja. Schauen wir nochmal weiter. Vielleicht findet mir hier auch oben Schwarzeis. So. Ja, warum laufe ich denn ja beim Gaul? Bin ja im normalen Laufen ja schon schneller. Mit dem Gaul. Wie wir hier sehen, haben wir hier oben überall Eis und die große Möglichkeit, dass wir hier Sternmetall finden, ist hier groß und natürlich hier Schwarzeis. Das ist jetzt normales Eisen. Das interessiert uns natürlich nicht, besonders zu sagen. Ah, hier haben wir jetzt auch Eis. Ah, das eine, das sieht schon eher aus wie Schwarzeis, aber wir werden es gleich feststellen natürlich. Ah, das eine dürfte schon Schwarzeis sein. Dürfte. Aber das werden wir dann im Endeffekt erst sehen, wenn wir natürlich draufklopfen. Das ist normales Eis. Okay. Ah, hier ist ein bisschen Schwarzeis dabei gewesen. Also, das normale Eis. Ich brauche das jetzt denn nicht. Ich habe noch keinen Kühlschrank gebaut. Das klingt ein bisschen lustig, wenn ich sage, ja, einen Kühlschrank. Aber, ja. Gibt es hier im Spiel auch einen Kühlschrank.
Mal schauen, haben wir hier noch normales? Haben wir hier irgendwo was? Ja, hier gibt es irgendwo Vulkan. Aber ich weiß nicht mal, wo der Weg ist. Ich habe auch nicht diese Rüstung, was ich dafür brauche. Da gibt es eine spezielle Rüstung. Die hole ich mir in der schwarzen Feste. Hol ich aber erst gegen den gegen den Boss antreten. Ja. So. Komme ich hier weiter mit dem Gaul? Nein, mit dem Gaul komme ich auch nochmal weiter. Ja, ich weiß. Da müssen wir vorsichtig, also mit leicht angezogener Handbremse. Ah, da hinten haben wir irgendwie was. Schon mal interessant. Oh. Das sind so Wesen. Okay. Das hat sich bewegt, vermute ich mal. Nein, wir gehen da nicht entlang. Die Gegner sind ein bisschen sehr, sehr stark. Wir gehen jetzt wieder da runter und schauen uns da unten um.